Wolfsburg gegen HSV. Das ist natürlich eine brisante Paarung und was sagst du dazu? Ich würde sagen, Michi. Was sagst du, Michi? Da habt ihr natürlich keine Ahnung von HSV Wolfsburg 1 und HSV 3. Okay, das ist meine Antwort. Okay, Mainz gegen BVB. Ja, was haben wir da getippt? 0-4. 0-4, denke ich, da wird für Mainz nicht zu holen sein. Ganz klares Ergebnis für die Dortmunder Jungs. Nächste Paarung, Hoffenheim gegen Werder Bremen. Ja, was haben wir da getippt? Junge, ich sehe das so nicht. Ja, hier, 3-1 für Hoffenheim. Denke ich, ein Doppelpack vom Volland. Und vom Firmino. Sehr gut. Nächste Paarung ist Bayern 04 Leverkusen gegen Nürnberg. Ja, da gehen wir auch von Handicap für die Leverkusen aus. Ein klares 2-0. Ich denke, da wird für die Franken nicht zu holen sein. Als nächste Topspiel Bayern München gegen Braunschweig. Ja, da haben wir lange überlegt, sehr lange überlegt. Ich denke, es wird ein brisantes Spiel. Ein enges Kopf an Kopf. Spiel. Aber ja. Am Ende wird es Bayern wahrscheinlich 6-0 für sich entscheiden. Haben wir jetzt so mal aufgeschrieben. Nächstes Spiel ist Hertha BSC gegen Augsburg. Der Aufsteiger gegen die Augsburger. Beide sehr defensiv, Hertha sehr gut offensiv. Haben wir getippt ein 2-2. Vernünftiges Unentschieden. Nächstes Spiel ist Hannover 96 gegen Frankfurt. Hannover sehr heimstark. Aber in Frankfurt, da müssen wir auch mal langsam pumpen. Deswegen haben wir uns für ein 0-1 entschieden. Der Meier, der macht's. Aber wir haben noch ein Spiel davor. Es ist Gladbach gegen Freiburg. Genau. Da sagen wir der Doppelpacker Kramer, der Christoph Kramer, der Bochumer Junge. Alter Freund von Ratschek. Der macht Doppelpack und die gewinnen das 2-0. Und dann haben wir noch das Torspiel S04 gegen VfB Stuttgart. Ja, oh, natürlich Ruhrgebiet. Wir kommen beide aus dem Ruhrgebiet. Beide aus dem Ruhrgebiet. Kennen die Luft da im Pott. Ist eine sehr angenehme Luft. Und ja. Haben getippt 1-2 für den VfB. Ja, so wird es sein. Und ja. Und am Ende heißt es ja wieder nur so: Wir schlagen den Würfel.